Hey Mama, was machst du? Ich decke den Tisch für nachher. Oma und Opa kommen doch vorbei. Und du kannst mir dabei helfen. Ach ja, es gibt ja langweiligen Familiensonntagskaffee. Ich dachte, wir unternehmen vielleicht was. Das machen wir nächsten Sonntag. Heute gibt's Kaffee und Kuchen mit deinen Großeltern. Und jetzt hilf mir bitte. Du kannst noch zwei Stühle aus dem Keller holen. Ja, ich mach ja schon. Gibt's dann wenigstens leckeren Kuchen? Ja, ich habe verschiedene Teilchen beim Bäcker gekauft. Da ist bestimmt auch für dich was dabei. Lecker, aber ansonsten wird's mir wieder totlangweilig. Anna, jetzt hör auf damit. Aber ist doch wahr. Hör auf rumzumutzen, Anna. Ich habe für heute Nachmittag eine lustige Überraschung. Echt? Was denn für eine? Eine Überraschung? Muss bei uns immer irgendwas passieren? Können wir nicht einfach Kuchen essen? Ach komm schon, Victoria. Das wird Spaß machen. Na, ich weiß ja nicht. Papa, was denn für eine Überraschung? Na, das verrate ich doch jetzt nicht. Eins kann ich nur sagen. Es wird vielleicht für manche eklig, aber für die anderen sehr lustig. Eklig? Nicht dein Ernst, Peter. Hey Papa, das ist gemein. Sag doch, was wir machen. Nein. Boah, ey. Möchte noch jemand Kaffee? Ja, ich möchte noch etwas, bitte. Und Anna, wie läuft es in der Schule? Joa, so wie immer. Und bei dir, Greta? Bei mir ist es schön in der Schule, vor allem in den Pausen. Da spielen wir immer voll die coolen Sachen. Apropos spielen, ich habe auch ein Spiel für uns. Das habe ich beim Einkaufen zufällig entdeckt und dachte mir, das wäre genau das Richtige für heute Nachmittag. Na Peter, was hast du dir denn schon wieder ausgedacht? 20 Minuten später. Dann wollen wir mal. Oh, das muss ich erst aufbauen. Die sehen ja lustig aus. Sind das etwa die Ekel-Jellybeans? Ach Mann, Anna, jetzt hast du mir die Überraschung verdorben. Wie cool, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. In der Schule erzählen alle davon und das mit Oma und Opa zu machen, ist bestimmt lustig. Also Familie, es geht los. Was genau ist denn das? Ja, das sind Jellybeans. Das sind kleine Bohnen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Noch mehr Süßigkeiten, lecker. Das gefällt dir, was? Ich liebe Kuchen und Süßigkeiten. Also, wir drehen am Rad, um die Farbe auszulosen. Aber bei jeder Farbe gibt es eine normale Geschmacksrichtung und eine total verrückte. Was meinst du mit verrückt? Ich kann das nicht lesen. Weil das auf Englisch ist. Ich kann kein Englisch. Ach, Greta, mach dir nichts draus. Ich auch nicht. Wir helfen euch. Das ist aber ein ganz schön mutiges Spiel. Hier sind ja richtig verrückte Sorten dabei. Stinkende Socken und Purpel. Das ist ja eklig. Hihi, das ist voll lustig, wie das wohl schmecken wird. Also eigentlich wollte ich nie wissen, wie stinkende Socken schmecken. So schlimm kann es doch nicht sein. Stinkende Unterhosen würde ich schlimmer finden. Wer fängt an? Na, da du das Spiel entdeckt hast, fängst du auch an, würde ich sagen. Na gut. Also Papa, Erdbeeren-Bananen-Smoothie oder toter Fisch? Igitt, toter Fisch. Bäh, ich hasse Fisch und erst recht toten Fisch. Naja, ich hab ja die Chance. Entweder das eine oder das andere. Ich hab bestimmt Glück und kriege diesen Smoothie-Kram da. Ob Peter sich wirklich traut, das zu essen? Ich rieche es schon. Es ist der tote Fisch. Und weg damit, Papa. Und? Ich glaube, das ist... Bäh, ich brauche einen Eimer, schnell. Tja, so ist es, wenn man so ein Spiel spielt. Am Ende ist man selber der Dumme. Okay, Papa ist raus. Wer will der Nächste sein? Ich möchte. Bäh, das war echt ekelig. Greta, ich drück dir die Daumen. Was habe ich gedreht? Oh je, entweder Schokoladenpudding oder Hundefutter. Und die Farbe des Jellybeans ist braun. Schokoladenpudding liebe ich. Hundefutter wäre echt fies. Wenn du Hundefutter hast, gib es einfach mir. Ich mag das. Und? Mmm, lecker Schokolade. Wirklich? Ja. Hast du ein Glück. Okay, wer will der Nächste sein? Na, dann will ich es auch mal ausprobieren. Dann los, Opa. Was heißt das? Die Farbe ist weiß mit bunten Punkten drauf. So eine musst du nehmen. Die schmeckt entweder nach Geburtstagskuchen... Oh, lecker! Oder nach schmutzigem Spülwasser. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Und vielleicht kriege ich ja die leckere Bohne. Und? Also es schmeckt nach Geburtstagskuchen. Habt ihr alle ein Glück? Dann will ich es jetzt auch probieren. Butterpopcorn oder verfaultes Ei? Will ich es wirklich probieren? Los, trau dich! Na gut. Bäh, ich kann das nicht essen. Aus dem Weg. Das war wohl das verfaulte Ei. Okay, dann drehe ich jetzt mal.
Ich habe die gleiche Farbe wie Anna und wenn Anna schon eine eklige Bohne hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch eine bekomme, wohl gering. Hier, Mama, deine Bohne. Danke, Greta. Ich traue mich nicht. Los, Mama, vielleicht erlebst du auch die Geschmacksexplosion eines verfaulten Eis. Ich hoffe doch nicht. Und faules Ei? Und Victoria? Es schmeckt nach Popcorn. Die hätte ich auch gerne gehabt. Jetzt fehlt nur noch Oma. Oma, traust du dich? Ich weiß nicht. Los, Renate, trau dich schon. Na gut, aber ich will nicht wissen, was ich gedreht habe. Es soll eine Überraschung sein. Na gut, dann dreh mit geschlossenen Augen. Okay, Anna, gib Oma eine rosafarbene mit bunten Sprenkeln. Alles klar. Oh je. Bitte nichts sagen. Nein, nein. Hier, Oma. Danke, Anna. Wir sind alle so gespannt, was du hast, Oma. Oh ja. Ich bin auch gespannt. Und? Und, was hast du nun? Und? Und? Ich würde sagen, die war eklig. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Leben jemals den Geschmack stinkender Socken probieren würde. Das ist widerlich. Arme Oma. Ja, das war's leider wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!